Hallo, liebe Fans von Fred dem Baumeister. Hier sind wir wieder bei My Time at Zentrock. Folge, was, 191, 92, 93, ich weiß es gar nicht mehr. Boah, so viele Folgen. Jetzt echt Wahnsinn. Bei einem Spiel, das eigentlich noch gar nicht fertig ist, ist das echt erstaunlich. Also, es wird immer noch nicht langweilig, weil enorm viel Content nachgeliefert wird. Da können sich andere Spiele schon eine Scheibe von abschneiden, muss man sagen. So, ich habe hier schon mal ein paar Sachen in Auftrag gegeben. Unserem bürgerlichen Verarbeiter, der hat jetzt Chromstahlplatten und versteinerte Rollstücke meines. Kann er ja nacheinander abarbeiten. So, da haben wir das schon mal in der Mache. So, hier können wir auch nochmal Chromstahlstangen eine machen. Okay. Sudele. Das hier ist in der Mache soweit. Können wir hier noch irgendwas fürs Nebenbeiverdienen machen? Also jetzt nicht viel, was wir da machen haben, ne? Das würde relativ viel bringen. Und hier Turmrahmen. Ne, das ist mir jetzt zu teuer, muss ich sagen. Schalttafeln. Hm. Alles von Ski. Interessant. Das und das. Hm. Was haben wir hier? Gesalzener Fisch. Aha. Okay. Große Sandakune. 3. Für Ohren. Bringt es auch nicht so richtig viel, aber bringt zumindest noch ein bisschen Ruf der Werkstatt. Müssen wir mal angeln. Große Sandakuda. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht, Blümchen. Das was bringt. Können es natürlich mal versuchen. Das geht ja relativ fix. Oh, Kokolein. Hallo. Hallo. Hier, bin ich einfach so vorbeifliegen. Huhu. So, na gut. Aber du hast sie aber brav gesammelt, dann hast du dir auch ein Geschenk verdient. Hier eine schöne Kaktusfrucht. Genau. Kuckuck. So, dann können wir dich gleich auch nochmal losschicken und wir sammeln mal ein bisschen. Ganz genau. So, die ist dann auch beschäftigt. Flitz, schon ist sie wieder weg. Wunderbar. So. Da arbeiten wir dran. Ja, da auch. So, dann wollen wir mal los. Große Sandakulas. Ja. Galoppel, galoppel. Venti. Was haben wir hier noch? Gummi. Das Ding hier. So, da war noch mal wieder feine Holzreste und hier hat man auch nichts mehr. So, gucken wir mal, was wir hier so kriegen. Eine Sandwürm. Oh, 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 oh. Ah, das ist ein großer Karpfen, ne? Oder was ist das? Sandkarpfen. Hm. Die sind hier nicht so interessant. Wenn wir einen Skorpion reinwerfen? Ne, der ist hier auch nicht interessant. Die wollen hier nur Würmer oder Sandbären. Ich habe keine Sandbären mehr. Warum nicht? Mist. Ah. Okay, da kommt nochmal ein großer. Großer Landkarpfen. Wir müssen Sandbären sammeln, Blümchen. Du frisst zu viel davon. Nee, das bringt ja nichts mit den Sandkarpfen. Und zu ködern, tue ich doch. So. Hier haben wir doch eigentlich immer welche. Wüstenpilz haben wir genug. Ich glaube, diese Rinder haben wir auch noch nie für irgendwas gebraucht, oder? Hm. Steht es wieder rum. Die ist jeden Tag hier mit ihrem Kind. Ne? Hallo. Geht Rocky auf die Nerven wahrscheinlich. Okay, das kennen wir. So lang, Partner. So lang auch, ja. So, dann haben wir jetzt ja ein paar Sandbären. Dann können wir noch mal gucken, ob wir was anderes hier noch kriegen. Die
armen Sandbären hier. Aha. Okay. Oh. Das sind aber normale Sandakulas. Schade. Oh, da kommt was. Da kommt was. Da ist er, der Blaster, der Wal. Zack. So, auch ein normaler. Mist. Oh. Ha, erwischt. Den großen Sandakuda. Sehr schön. Komm, die letzte Sandbeere tun wir auch noch rein. Ach, das soll's. Oh, vielleicht haben wir echt Glück und kriegen sogar zwei. Ja, sehr gut. Sehr gut. Haha. Ha. Nehmt das hier, Sandakudas. So. Können wir nochmal normalen, aber wir können ja auch nochmal normalen Fisch machen. Für unsere Kochrezepte und so weiter. Ups. So, große Sandakuda 2. Sehr schön, sehr schön. Da müsste das ja mit Ohren funktionieren. Oh, loppel, loppel. So, dann wollen wir hier nochmal auf unseren Müllplatz, da wir jetzt ja so feine Sachen da kriegen. Lohnt sich das schon, wenn wir da jeden Tag mal ein bisschen vorbeischauen? Ups, nee, nee, das ist falsches Werkzeug. Fred, was machst du denn? Oh, ein bisschen. Oh, wir kriegen Dreckbonus. Das ist ja schön. Kupferschrottbonus nehmen wir lieber, aber okay. So, haben wir fast 1000 Erfahrungen bekommen. Das können wir eh nicht benutzen. So. Damit haben wir aber schönes Material jetzt hier. Alles, was wir gebrauchen. Uff, gebrauchen können. So, hier haben wir noch die Roboterreste. Die nehmen wir auch noch mal kurz mit. Schon hier stehen. Und nochmal Schaltkreise. Sehr gut. Die kann ich gebrauchen. Hui. Hui. So. So. Warte mal. Das ist eine Arbeit hier. Sehr schön, sehr schön. Können wir machen. Salzener Fisch. Viermal. Oh, Blümchen, du stehst im Weg. Salzener Fisch. Wo mache ich den nochmal? Hier. Ah, tatsächlich. Können wir machen. Hat man das auch. Jetzt auch nicht das Drama. Ist ein kleiner Auftrag, ist egal. Kleinvieh macht auch Mist. So. Why not? Geht zumindest schnell. So, dann haben wir das auch. Ja, hier brauchen wir noch Fasergewebe von der Gecko Station. Hm. Kann man noch Leder machen? Ja. Okay, dafür reicht es auch nochmal. Dafür brauchen wir die bessere Maschine. Ja, und dafür brauchen wir das Rezept. So, jetzt können wir hier nochmal was recyceln. Ich brauche feinen Eisenschrott. Die Dinger hier. So, das wollen wir mal alles hier verbannern. Sehr gut, sehr gut. So, das ist in der Mache. Das dauert noch ein bisschen. Die Dinger sind auch bald fertig. So, Klise Air. Also einiges an Materialien haben wir ja schon gut zusammen. Chromstahlstangen. Veredeltes Wildleder. Ja, das können wir noch nicht machen. Wir brauchen noch mehr Eisenerz weiterhin. So, das können wir uns ja nochmal bei Rocky besorgen.
Flupp. Fußball! Ups. Brems. Hallo, Peck. Wo ist Gregory? Hm? Ja, diese Verträge sind für mich komplett... Ist seine? Nee. Das ist für mich komplett unnütz hier. Hm, schade. So. Eisenerz. So, da kaufen wir mal alles ab. Ist natürlich nicht viel, was er hat, aber immerhin. Besser als nix. Na komm. Wenn wir schon hier sind. So. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Aber schöne Aussicht hier, muss man sagen. Muss ja auch ab und zu mal wieder genießen. Gewöhnt sich so sehr an alles immer. So, das haben wir auch. Hüpf. So. Tierchen sind unterwegs. Was dieses Symbol jetzt hier bedeutet, weiß ich auch nicht. Hier können wir nochmal mit dem Musa reden. Jagdbeermilch ist eins der ist eines der seltensten Rings in den ganzen freien Städten. Jagdbeermilch, aha. Würde nicht sagen, ich bin ein Fan, aber es ist ein unvergessliches Experiment. Gibt es nur hier Jagdmilch? Okay, ach, guck mal hier, der ist echt hier am Buddeln. Aha. Sucht er sich eine neue Stelle und buddelt dann da auch. Ich finde ja echt witzig, dass die so viel Wert auf Details legen, die Designer oder sowas. Auch bei den Tieren an sich. Ich meine, der Nemo ist ein Korgi, hat keinen Schwanz, deshalb wackelt er mit dem Hintern. So, ne? Hätte man sich auch sparen können, aber das hat man animiert. Finde ich cool. Haben die halt eigentlich schon Geschenke gegeben? Komm, kriegst mal wieder ein bisschen Rippenfleisch. Du brauchst mal wieder ein bisschen Fleisch auf den Rippen. So, haha. Das war ein Wortspiel. Ja. So, das haben wir. Okay. Wieso haben wir denn mal... Hä? Ich dachte, wir hätten die alle. Ach, ich glaube, einer von diesen Sandfischdingern ist nicht herausragende Qualität, oder? Mist. Ah, ich glaube, das Problem hatten wir schon mal. Ah, Grace, guck sie dir die Kakteen an. She likes to act like he's some kind of super genius. But there are actually quite a few people on his level or higher in the Free City Science community. No offense to the good director. She tut gerne so, als wäre ein Supergenie, aber in Wirklichkeit gibt es in den Wissenschaftsgemeinden der freien Städte eine ganze Reihe von Leuten, die auf seinem Niveau oder höher sind. Nichts gegen den guten Direktor. See ya. Howdy. Na komm, wo du gerade hier stehst. Also Grace sieht das so ein bisschen kritischer mit Chi hier, ja. Gut, aber hier in dem Ort ist er halt der mit dem meisten Wissenschaftsniveau, sagen wir es mal so. Umgangsformen jetzt zwar nicht. Ah, okay. Plus 6. Aber kann ich alles haben. Und jetzt Oregano. Da kriegt man ja auch nochmal was raus. Was sagt die mir? So long, Partner. So, ich soll im Saloon kommen. Ja. Sandwürmer, okay. Da kriegen wir Sandwürmer nochmal raus. Sonst noch irgendwas hier? Ah, Coco ist schon fertig. So, ich wollte hier nochmal gucken. Ach, hier flattert die rum. Aha. Boom, hast du alles brav gemacht, liebes Kokolein, deshalb kriegst du auch schön Streichleinheiten. So. So, jetzt kannst du wieder was anderes machen. Da haben wir normales Totos, brauche ich jetzt nicht. Ah, hier haben wir wieder zwei Sandbären, sehr schön. Flöpp, flöpp. War noch nicht viel, ne? Okay, dann müssen wir es nochmal mit dem Angeln versuchen. Hm. So, Blümchen, wir brauchen noch einen großen Tun. Sorry.
Wir haben irgendwie einen, der nichts taugt. Keine Ahnung. Ah ja, hier haben wir... Okay. Ja, 5 Sandbären. Sehr schön, Coco. Danke. Die kann ich jetzt gerade gut gebrauchen. Sehr gut, sehr gut. So, du kannst jetzt mitangeln. Mal sehen, ob wir hier was Großes anlocken können. Das ist ein normaler. Ja. Schade. Na, das ist auch normaler nur. Mist. Die Chance, einen großen zu kriegen, ist natürlich nicht so riesig. Oh, da kommt einer, da kommt einer. Ja, wir schaffen das. Nein! Fred, du Pfeife, du hast ihn nicht gefangen. Jetzt hast du ihn. Ha! Ja, gut, ich habe nichts gesagt, Fred. Du bist ein guter Angler. Oh, schade. Zu spät. Zu spät. Dann kommen die in einem kleinen Fischchen noch mit. Flip. So. Stimmt mal, für die anderen Sachen müssen wir dann woanders hin. Okay, Anfragebrett, Geschichte aktualisiert. So, das haben wir. Sehr gut. Haben wir den ganzen Tag wieder mit Angeln verbracht hier. Naja. Braucht ja auch alles an der Zeit. Oh, da sitzt ja Nemolein. Da hast du gut gebuddelt. Hm? Wow, 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 wow. Gummischrott und goldenen Kerzenleuchter gefunden? Du hast den Ding geklaut. Okay, komm, lauf uns mal ein bisschen hinterher. Das, ja, ein Kerzenleuchter hat er aus dem Buch ausgegraben. Ja, warum nicht? So, versteinerten Holzstock haben wir auch. Sehr gut. Ja, hier können wir nochmal machen. Wir kommen den maximal, ja, aber weiß, ob der nächste Mensch irgendwann dann wieder so ein Brett eher braucht. So, das heißt, wir können das erledigen. Das können wir erledigen. Nudels und Pencho wieder. Ja gut, er hat einen harten Tag, ja. Das kann man auch einsammeln. So Leute, auf geht's. Ups. So, Nemo, komm mit. Wir sind jetzt hier am Ausliefern. Ah, Coco kommt auch entgegen hier. Komm, du fliegst jetzt auch mal hinterher. Wir nehmen die ganze Bagage jetzt mal mit hier. Jensen ist hier auf jeden Fall nicht am Bahnhof. Dann gehen wir jetzt erstmal zu Owen. Mit Grace haben wir ja schon das Vergnügen. Wo ist er denn? So, kommt mit, Leute. Hier ist Auto. Praktisch, da haben wir ja direkt mal alle. So, hallo Heidi. Hier ist ein Holzstöckchen. Ich wusste, dass ich auch nicht zählen kann. Du und mir an, seid das einzig wahre. Natürlich. Wer sonst? Haha. So. Hallo Owen, ich wollte dich gerade unterbrechen. Hier ist ein Fisch. Der riecht schon ein bisschen. So. Danke, Fred. Sandfisch ist das Grundnahrungsmittel des Blue Moon. Wenn wir nicht genug haben, kann ich dir gar nicht sagen, wie viele wütende Fäuste mir zuwinken. Nemo läuft ja mal einfach über die Bühne, okay. So, mit dem haben wir noch nicht gequatscht heute. Ah, mit Amira. That about 20 years ago in Walnut Grove, there was a talent competition. And at that competition, a young guitar player. Der Legende nach gab es vor etwa 20 Jahren in Walnut Grove einen Talentwettbewerb, bei dem ein junger Gitarrist die Bühne betrat und objektiv das großartigste Lied der Welt spielte. All you need is love? Jetzt denkst du vielleicht, Owen, wie kann irgendjemand sagen, dass er objektiv das beste Lied der Welt gespielt hat?
Ist Musik nicht eine Frage der persönlichen Vorlieben, eine subjektive Sache? Well, be that as it may, every single person in the audience agreed. It was the greatest song. Nun, wie dem auch sei, jeder einzelne im Publikum stimmte zu. Es war das großartigste Lied, das sie je gehört hatten, und er ging als solcher in die Geschichte ein. What happened next is they tried to sign him up for the biggest talent agency. Als nächstes versuchten sie, ihn bei der größten Talentagentur in Warnesheim unter, jetzt heißt es wieder Warnesheim, unter Vertrag zu nehmen. Sie fanden raus, dass er ein Junge vom Land war, der weder lesen noch schreiben konnte. Aber er konnte Gitarre spielen, als ob er eine Glocke läuten würde. Als ob er eine Glocke läuten würde? Ja, gut also. Next, they planned a big show. Als nächstes planten sie eine große Show, der Druck war massiv. Jeder wollte das beste Lied der Welt hören. Die halbe Allianz war da. But when that picker went on stage and plugged in his guitar, he just stood there. Aber als dieser Zupfer auf die Bühne ging und seine Gitarre einstöpselte, stand er einfach nur da und spielte keine Note. Everyone thought he was trying to build anticipation. Alle dachten, er versuchte Vorfreude aufzubauen, aber nach ein paar Minuten ging er zum Mikrofon, Schweiß tropfte von seinem Kopf auf die Bühne und er sagte, ich habe das Lied vergessen. Dann rannte er davon. Man hat ihn nie wieder gesehen oder von ihm gehört. Niemand hatte sich seinen Namen gemerkt oder ein Bild geschossen und niemand erinnerte sich, wie das Lied ging. Also haben nur die Leute bei der Talentshow jemals das großartigste Lied der Welt gehört. Der verrückte Seitenheld könnte jetzt überall sein, er könnte sogar unter uns sein. Junge, das wäre da was, oder? Ich bin's nicht. Interessant. Interessante Geschichte auf jeden Fall. Finde ich auch cool, dass sie sowas hier einbauen. Meine anderen Freunde sind eher geschwätzig, besonders Pablo. Du und ich sind eher zurückhaltend. Zeit mit dir zu verbringen, könnte eine willkommene Abwechslung sein. Ah, romantisch, vor allem wenn mich der Hund hier so anguckt. Goodbye. Okay. Ach, guck mal, Avio sitzt hier auch rum. Ah, Hunger? Mhm. Ach, der will immer noch sein Kuhdrucksofa. Nein, du kriegst kein Kuhdrucksofa von mir. So. Ja, da taucht es eigentlich schon relativ rum. Wir brauchen jetzt auch nicht mehr noch irgendwas an Energie. So, ah, hallo Mabel, wo du hier gerade über den Weg läufst schon. Cooper verwöhnt Elsimer und das weiß sie auch. Er würde es nie sagen, aber Elsie weiß, wenn sie nur genug schmollt, wird der alte Paar immer nachgeben. Kein Wunder, dass sie sich ständig streiten. Sie wollen einfach nicht zugeben, dass ihre Diskussionen nur leeres Getue sind. Ja, es ist möglich. Ja, okay, er hat gerade keine Rezepte. Na gut. Ups, ich komme jetzt hier nicht drauf. Ah, jetzt erst. So, mal gucken, wir müssen das nächste noch hier ausliefern. Oder? Den Fisch. Ah, der ist oben in seiner Bude wahrscheinlich, oder? Würde ich mal sagen. Aber ich weiß nicht, ob wir den jetzt noch. Ja, wahrscheinlich nicht mehr, ne? Ist zu spät. Ja. Okay. Wir haben ja schon die Zeit. Na, Manjo, willst du mit uns spielen? Ich habe hier zwei Kameraden mitgebracht. Warte mal. Feder. Also ich kann Katzen ja auch gerne mit Federn spielen. Ah, nur eins. Er nicht. Er ist eine komische Katze. Okay. Gut, dann haben wir das auch hier erledigt. Und dann können wir jetzt eh nicht mehr viel machen. Wir können zumindest mal früh ins Bett. Ach, haben wir auch Macchiato. Ups. Vielleicht magst du eine Feder, man weiß es ja nicht. Auch nicht. Ja, komische Katzen. So, ich sag's jetzt nochmal. Ja, kennt sie nochmal auch schon. Gibt's wirklich einen ziemlichen Katzenüberhang. Muss man sagen. Mehr Katze, Benjo, Macchiato. Ich will doch gar nicht in der rechten Hand halten. Lass mich in Ruhe. So. Okay, hier wird auch nochmal fleißig recycelt. Das haben wir hier rausgekriegt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut.
So, dann können wir auch bald dann diesen Ofen bauen. Sehr schön. So, hier haben wir jetzt auch nochmal gut was gemacht. Schalttafeln. Bräuchte ich ihn, um die noch zu machen. Wir können die jetzt bauen. Ha! Die professionelle Sandfischfalle. Tada! Okay. Jetzt haben wir die. Können wir die auch nochmal boosten, würde ich mal sagen. Ups. Das haben wir beim letzten Mal ja auch geschafft. Oha, da haben wir noch genau 3 Rosensteine für. So. Das heißt, ihr habt ein kleines bisschen besseren Fangradius bekommen. Also statt 0,7, 0,75. Na gut, besser als nichts. Dann haben wir vielleicht eine bessere Chance, was zu kriegen. Und statt dass immer dann in die Hose geht, sozusagen. Kleines bisschen besser ist auch nicht zu verachten. Mein Gott, Noodles ist aber ganz schön am Schnarchen. Da müssen wir mal zum Schlaflabor, glaube ich. Also. So, und dann können wir jetzt auch fortgeschrittene Fische fangen, um es mal jetzt so zu sagen. Eieiei. Okay, so, wir gehen jetzt mal ins Bettchen. Ist eigentlich schon wieder spät. Wir können jetzt eh nicht mehr so viel machen hier. Würde ich mal sagen. Wir machen noch ein bisschen Glump hier in die Tour. Flump. Ja, dieses Grino. Und da habe ich jetzt 4 Stück von. Mach ihn damit. Warum mache ich denn so viel Sojasauce dabei? Ach so, fürs Kochen, ne? Da wollte ich mal was. Den goldenen Kerzenleuchter. Den können wir mal hier in die Truhe schmeißen. Die Nemo ausgegraben hat. Braves Hundi. Immer schön glänzende, wertvolle Sachen mitbringen. Das ist eine gute Sache. Ich richte die ab zum Klauen am besten hier so. So, Kokos auch schon mal hier. Oh, da ist Nemo. So, dann gehen wir mit unseren Tierchen mal schlafen. Und dann würde ich mal sagen, gute Nacht. Bis zum nächsten Mal und bye bye.